Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir sind heute wieder in unserem Hotel und es ist hier einfach noch gähnende Leere. Aber wir haben so ein nices kleines, Kino gebaut. So klein ist es gar nicht. Wir haben hier so nicen, man kann hier Tickets kaufen, man kann hier sich Essen kaufen, Strawberry-Kuchen, Donuts, Schokolade, Süßigkeiten in allen Farben und Varianten. Man kann hier chillen, man hat hier so einen kleinen Piano-Bereich, dann kann hier einer so irgendwas dir fortdüdeln und dann kann man hier einfach richtig cool Hallo. In den Kinosaal rein und sich nice einen Film zusammen mit den ganzen anderen Gästen anschauen und ja, es wäre nur schön, hätten wir überhaupt Gäste da und guck mal, da oben, oh Mann, der Scheinwerfer sozusagen oder wie nennt man das nochmal? Der Beamer. Beamer. Sehr, also ich finde es wirklich cool. Es sieht wirklich sehr nice aus und es macht das ganze Hotel hier nochmal so viel größer. Wir haben auf jeden Fall gesagt, was uns auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Pool. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall einen Pool hier drinnen, so ein Indoor-Pool, vielleicht hier so im Spa-Bereich, vielleicht könnte man dann hier noch ein bisschen weiter alles machen und ich finde, wir sollten auch noch einen Pool irgendwo draußen hin machen. Ich weiß zwar nicht ganz, vielleicht wo wir zum das hin machen sollen. In die Nähe. Ja, das wäre ganz cool, weil ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich mag es mehr nicht. Ich habe Angst vor Fischen. Und ich chill da lieber am Meer im Pool. Das heißt, vielleicht irgendwo, ja, hier in der Nähe. Das müssen wir mal schauen. Unser Meer ist ja auch schon ein bisschen steil nach abgehend, ne? Also wir haben ja schon einen sehr steilen Strand nach unten, muss man sagen. Ja, das wird noch irgendwie. Ich weiß es nicht. Mal vielleicht schauen. Hier drüben irgendwo. Ich bin mir nicht ganz Wo bist sicher. Du? Da hinten? Hier, guck mal, vielleicht... Naja, hier können wir vielleicht ein bisschen was freibuddeln, dass man hier vielleicht so eine Art kleinen Pool baut, dann ebenartig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir könnten auch so einen Infinity-Pool bauen. Eigentlich geht sich das ganz gut anbieten. Mit Glas. Weil wir haben hier so eine Kante eigentlich. Doch, das ist eigentlich ganz nice. Okay, das ist auch noch ein neues Aushängeschild für uns. Und ich würde sagen, wir fragen jetzt erstmal alle Leute, wie es ihnen geht und was heute so ansteht. Hallo! Der Film und euer Kino konnte einige Gäste überzeugen. Wir sind komplett ausgebucht. Macht die Zimmer fertig. Wuhu! Wow, was ist denn hier los? Wir sind komplett ausgebucht. Warte, Moment mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zimmer. Das heißt, mindestens 8 Gäste, wenn nicht irgendjemand noch mit seinem Partner oder Kind kommt eventuell. Stimmt. Wir haben vielleicht mehr als, keine Ahnung, im schlimmsten Fall haben wir einfach 16 Gäste dann. 16 Gäste eventuell. Wie gut, Kater, das hat richtig doll gut funktioniert. Durch den Werbefilm sind so viele Leute jetzt hier auf das Hotel aufmerksam geworden. Ich habe Angst, Epic. Die kommen alle hier hin. Haben wir alles? Sieht alles gut aus? Wir müssen auf jeden Fall die Zimmer checken. Ja, stimmt. Und was ist hier drin? Oh, wir können hier schönes Ding hier machen. Guck mal, bitteschön. Du kriegst auch ein paar... Oh. Ich hab die Hälfte. Danke dir. Schönes Obst noch hin platzieren. Okay, wir müssen es allen sagen. Hallo, wir sind einfach ausgebucht. Ausgebucht, das bedeutet doppelte Arbeit für mich als normal. Naja, Glückwunsch. Ja, das kriegst du hin. Was heißt denn nicht doppelte Arbeit? Der macht doch sonst nichts, oder eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wem sagen wir als nächstes Bescheid? Sagen wir, okay, warte. Hallöchen, wir sind ausgebucht. Das heißt, deine Trainingseinheiten müssen doppelt so gut sein wie normal. Und du musst alles geben, wenn die Leute zu dir trainieren gehen wollen. Echt, ich freue mich auf die Trainingseinheiten. Sehr nice. Ich habe übrigens noch gar nicht richtig gesehen, was du hier alles gemacht hast. Ja. Ja, hab's ein bisschen erweitert. Hier raucht's einfach von der Sauna. Oh, was ist da los? Okay, im Kino haben wir bislang noch niemanden. Oh, wie wär's mit der Rezeptionistin vom Spa? Oh, ja, das ist eine gute Idee. Hallo, wir sind nämlich ausgebucht. Das bedeutet, es kommen wirklich mal Gäste und du hast wirklich auch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, du freust dich drauf. Was, ausgebucht? Oha, dann geht hier richtig mal was ab. Ja, es geht hier, also Moment mal. Alleine, wir können hier einfach bestimmt, ja gut, hier ist eine Liege, aber alleine hier können zwei Leute rein und auf der anderen Seite mit den ganzen Saunen, da können sich auch so viele hinsetzen. Das stimmt. Oh mein Gott, das wird so cool. Okay, ich glaube, wir hätten dann nur noch den Barkeeper oben. Antonio haben wir noch. Antonio müssen wir noch Bescheid geben. Stimmt, Antonio, wir sind Hallöchen. Ausgebucht. Das heißt, es gibt Essen. Ganz viel. Bedeutet das, ich muss kochen? Ja, das bedeutet, du musst kochen. Nudeln, Pizza. Oh, ich glaube, das mag der ja nicht so. Der ist ja so ein bisschen schickimicki. Ich weiß nicht so ganz. Okay, Barkeeper muss es noch wissen. Ansonsten haben wir es, glaube ich, dem ganzen
Personal erzählt. Uns fehlen ja immer noch ein paar Posten. Das sollten wir auf jeden Fall auch in nächster Zukunft machen. Hallöchen, hier sieht es auch schon richtig schick aus, denn heute Abend können hier vielleicht ein paar Leute sitzen. Oh, dann lassen wir heute die Korken knallen. Ja, auf jeden Fall. Du musst richtig so Show machen. So links, rechts, ba, ba, ba. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal oben an mit den ganzen Zimmern und checken, hier fehlt ein Sofa. Oh. Wer hat das weggemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier oben fehlt nichts in diesem Zimmer. Also hier fehlt auf jeden Fall ein Sofa. Zu 100%. Ich schau mal ganz kurz ins Badezimmer. Hier ist auch alles da. Also ich glaube, hier ist alles in Ordnung. Mhm. Ich glaube schon. Ja, okay. Dann stelle ich hier auch einen kleinen Fruchtkorb in die Mitte zur Begrüßung. Ich will auch einen Fruchtkorb irgendwo hin platzieren. Ja. Ich weiß nicht so ganz. Vielleicht mache ich ihn mal hier oben hin. So viel Platz haben wir nicht. Habe ich noch ein Sofa? Nee, okay. Wir sollten auf jeden Fall... Ich habe eins. Dunkelblau? Ja. Schau mal, bitteschön. Sehr nice. Ja, dann sieht das schon mal gut aus. Dann haben wir das auf jeden Fall. Die Zimmer sind ready. Dann bedeutet das, wir gehen direkt zum nächsten. Da ist sogar noch der Fruchtkorb. Oh, das war Miras Zimmer früher. Stimmt. Oh, die ist auch schon so lange nicht mehr da. Ist hier alles noch gut? Okay, der Balkon ist auch alles in Ordnung. Also ich glaube, das passt alles, oder? Ja. Ja, ich denke auch. Okay, dann nochmal ins nächste Zimmer einmal ganz kurz. Und ich bin auch so gespannt. Wir hatten ja noch gar keine Gäste in den Zimmern unten drunter, ne? Da war noch nie jemand. Das ist einfach komplett neu. Okay, Fruchtkorb kommt schon mal hier auf den Schreibtisch. Warte mal, hier ist kein Platz. Der kommt hier hin. Bitteschön. Sieht doch gut aus. Okay, dann gehen wir nochmal nach unten. Da sind auf jeden Fall keine Fruchtkörbe, glaube ich. Guck mal, wie viel Platz hier alleine ist. Und hier war auch noch niemand. Ist irgendwie so traurig. Oh nein. Okay, also hier sieht es gut aus, würde ich sagen. Da sieht es auch schön aus. Dann haben wir hier oben noch so ein bisschen Wohnzimmerabteil. Da ist auch... Oh, da ist sogar ein Fruchtkorb. Okay, den können wir auf jeden Fall stehen lassen. Ist bei dir alles gut? Ja. Und Fruchtkorb ist auch da. Tipptopp. Alles sehr in Ordnung. Nice. Dann kann ich nochmal ins andere Zimmer gehen. Übrigens nochmal zu der Thematik mit den Klingeln. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal überdenken, wie wir das genau machen. Weil wir keine wirklichen Klingeln hier in Minecraft haben, müssen wir uns da was einfallen lassen. Also wenn ihr irgendwie so eine andere Lösung dafür habt, dann könnt ihr es gerne sagen. Leider haben wir hier noch keine Glocken, sonst könnten wir auch die benutzen. Und einen Fruchtkorb mache ich auch wieder hier oben hin. So, okay, dann machen wir das hier einmal wieder zu. Das bedeutet, das sieht alles gut aus. Unten haben wir eigentlich auch alles gecheckt. Hier sieht auch alles annehmbar aus. Ja, da Restaurant sieht auch gut aus. Auch alles annehmbar aus. Küche ist auch wahrscheinlich tippitoppi. Antonio hat eh nicht so viel zu tun. Das ist akzeptabel. Und draußen sieht es auch gut aus. Das bedeutet wirklich, wir warten jetzt auf unseren ersten Gast, eventuell von 16. Ich hoffe nur von 8. Und ich hole auch schon mal den ersten Schlüssel hier. Das ist einfach noch ein bisschen tricky, ich bin ganz ehrlich. Da, 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 da. Komm. Oh, na gut. Ich habe den ersten Schlüssel. Sehr gut. Ich check jetzt auch nochmal hier hinten ganz kurz. Personal ist ja auch nicht so viel am Start. Katja. Der erste Gast ist schon da. Schau mal da vorne. Oh. Bo, okay, warte mal. Müssen wir irgendwas über Bo wissen? Hat sie irgendwelche Präferenzen? Der erste Gast kommt ins Zimmer 3.1, 3-1. Okay, sehr gut. Hallo, Bo! Oh, schön, dass du da bist. Moment mal. Wir begleiten dich direkt in dein Zimmer, ins ganz obere. Du hast dich für eines der besten Zimmer hier entschieden. Ich hoffe, es wird dir sehr gut gefallen. Das bedeutet, wir zeigen dir erstmal natürlich hier alles drum und dran. Du siehst übrigens sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Wir haben hier auf jeden Fall so einen kleinen Eingangsbereich. Den Schlüssel habe ich übrigens auch schon dabei. Den werde ich dir einfach oben ranhängen. Und wir haben hier dann erstmal so eine kleine Chill-Area. Hier sind die anderen Zimmer. Und ich muss sagen, du wirst heute richtig viele Leute noch kennenlernen, denn wir sind einfach ausgebucht. Das erste Mal. Es freut mich sehr, dass du dich hierfür entschieden hast. Auch wegen dem Kino und dem Film. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach oben und zeigen dir dein Zimmerchen 3-1. So, das ist Zimmer 3-1. Oh, wir haben die Tür offen gelassen. Ich hänge dir mal deinen Zimmerschlüssel hier hin. Du kannst dich jetzt erstmal ein bisschen akklimatisieren. Ruhe dich schön aus. Und am Ende kannst du gerne nochmal runterkommen und dich gleich ein bisschen austauschen mit den anderen. Aber dir das alles selbst überlassen. Wir haben ein nices Restaurant. Einen schönen Ausblick hast du auf unser Zebra auf jeden Fall. Und die kleinen süßen Inseln. Du kannst ins Meer hopsen. Du kannst ins Kino gehen. Du kannst in den Spa-Bereich gehen. Du kannst eine Trainingseinheit buchen. Dir sind richtig viele Sachen hier überlassen. Und vor allem, wir haben auch einen Barkeeper-Bereich. Das bedeutet, du kannst auch gerne oben ins Drink
gönnen und Saft, wie auch immer. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und wir müssen jetzt auch schon wieder runter. Tut mir leid. Und schau mal, wir sind schon direkt runtergekommen. Und hier ist Blackie. Blackie. Hi. Hallo. Oh, kannst du mir das sagen, wo Blackie wohnt? So, der nächste Gast kommt in Zimmer 3-2. Oh, eins der oberen Zimmer ebenfalls. Sehr nice. Also, hier auch nochmal einen kurzen Durchlauf. Wir sind hier erstmal in unserem, naja, Eingangsbereich. Hier ist unser Koch Antonio. Wir haben einen niceen Strand. Wir haben einen Essbereich. Du kannst dir alles machen, was du möchtest. Aber ich denke, dadurch, dass du dich aktiv für das Hotel hier entschieden hast, weißt du auch, was wir dir alles anbieten können. Ich sage es dir trotzdem nochmal. Spa ist dabei. Wir haben Trainingseinheiten, ein Kino und so weiter und so fort. Ein Bar natürlich. Und demnächst eventuell auch einen, naja, Pool. Und ich würde sagen, 3-2. Ich habe den Schlüssel vergessen, Epic. Oh nein, warte, ich hole ihn schnell, ja. Okay, ansonsten kann ich dir ja auch schon mal alles aufmachen. Badezimmer und natürlich auch schon ein loderndes Feuer. Und schau bei Karte, der Schlüssel, den hänge ich ja hier hin. Bitteschön. Dankeschön, okay. Ansonsten fühle dich pudelwohl, wenn du Fragen hast. Ich mache dich hier mal auf. Kannst du sie gerne fragen. Ansonsten, Blackie, dir ganz viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, du bleibst lange. Tschüss. Tschüssi, ab nach unten, Karte, oh, für die nächsten Gäste. Okay, die oberste Etage ist jetzt schon komplett voll bewohnt. Ich glaube, das war die maximale Anzahl, die wir jemals hier im Hotel hatten. 2 Besucher, beziehungsweise 2 Gäste, ne? Stimmt. Oh, doch keiner da. Hallo? Nein. Karte hinter dir. Froggy, der nächste Gast. Froggy. Wo wohnt Froggy? Ach, und diesmal gehen wir uns natürlich auf das Dings. Gast Nummer 3 kommt in Zimmer 2-1. Hast du den Schlüssel? Schlüssel. Oh, tricky. I got it. Oh, du hast ihn. Sehr gut. Nice. Froggy, ins Zimmer 2-1. 2-1. Okay. Okay, dann auch eins der größeren. Aha, ich sehe schon, dass noch keiner hier unten ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal eins höher gehen. Froggy, schön, dass du erstmal da bist. Wir müssen leider heute uns ein bisschen beeilen, sonst würden wir dir normalerweise mehr zeigen. Das ist ein sehr, sehr schönes Zimmer hier, muss man sagen, weil du hast einen ultra krassen Ausblick und eine wunderschöne Terrasse, die ultra groß ist dazu. Das ist eine der größten, die wir hier überhaupt haben. Du hast einen schönen Ausblick aufs Meer und du kannst hier sogar auf die Palmen schauen. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, ich hänge dir mal ganz kurz den Schlüssel hier dran. Wir haben ganz viele Angebote. Fernsehen. Nein, lass die Tür auf! Wir haben hier ganz viele Angebote. Du kannst dich... Oh, er schaut sich erstmal um, wie süß. Oh. Also, wenn du Fragen hast, kannst du gerne zu uns kommen und später auch nochmal runterkommen. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Aufenthalt hier in unserem Hotel. Ciao, ciao. Und das läuft hier echt wie am Fließband. Chris, du bist jetzt unser 4. Gast mittlerweile. Stimmt. Und wo wohnt Chris für die Zeit? Hopp, hopp, ins Zimmer 1, 3. Ah, oh mein Gott, noch keiner war im Zimmer im Etage 1. Das ist so nice. Du bist der erste Gast, der wirklich in Etage 1 ist. Ja, ich hab schon. 1-3, ja, 1-3 ist hier, hier. Oh, das ist schön. Guck mal, oh, alles blau. Nice. Du hast hier noch ein schönes kleines Bad. Und vor allem hier oben kannst du wirklich richtig schön rausgucken. Und hast zudem noch so einen Wohnzimmerbereich, eine Lavalampe. Und du kannst dich sogar hier ein bisschen anderen Nudelsuppe sogar, naja, das dir schmecken lassen. Also ich denke, man kann sich sie auf jeden Fall auch ganz gut gehen lassen. Und ich habe mal wieder den Schlüssel vergessen. Ich bringe ihn dir ganz kurz. Epic, wenn du möchtest, kannst du Chris doch auf jeden Fall ein bisschen aufklären, was es hier gibt. Und ansonsten sind wir schon ready direkt für den nächsten Gast. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Also wirklich. Also irgendwie komme ich mir vor. Hallo, guck mal, der kommt hier hin. Ja. Ganz viel Spaß, Chris, dir. Ich bin ganz ehrlich, das ist irgendwie alles ein bisschen schnell. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass so viele Gäste das auf einmal hier sind. Das Hotel ist proppenvoll und ein Gast nach dem anderen bekommt hier sein Zimmer. Drei, das geht vier. So schnell. Oh, und wir hatten noch keine 2 Gäste. Also bis jetzt sieht es aus, als hätten wir wirklich nur 8 Gäste. Ich hole schon mal den nächsten Schlüssel und dann können wir warten. Und wir haben hier auch schon den nächsten. Das ist der Leo. Du siehst ja richtig nice aus mit deinem Outfit. Leo kommt ins Zimmer 1-1. Schönes Zimmerwahl. Sehr nice. Das bedeutet, wir gehen hier auch in eine weitere Etage hoch und diesmal nach links. Ja, hier und vorne. Leo, du hast das Zimmer ganz außen. Das bedeutet, oh, ein bisschen eng hier, ich bin ganz ehrlich,
aber ultra schön. Du hast auch ein schönes Badezimmer, das kannst du dir auch in Ruhe angucken. Und vor allem ein wunderschönes Wohnzimmer mit einem Fernseher. Einfach einem Flatscreen. Voll krass. Zimmerschlüssel habe ich dir ansonsten hingehangen. Und natürlich auch noch den Präsentkorb mit den Obst. Also ganz viel Spaß, wenn du Fragen hast. Kannst du uns gerne fragen. Ansonsten, wir freuen uns, dass du hier bist. Oh ja. So, nächste Gästin ist auch schon wieder da. Hallo Becky! Becky kommt ins Zimmer 1, 2. Oha, viele Etagen 1, 2. Wir haben aber auch nur noch eins in der zweiten da. Becky, du kannst uns gerne mal folgen. Wir zeigen dir dein Zimmer 1, 2. Ist jetzt auch hier links. Und du kannst es dir mal ganz in Ruhe anschauen. Das ist alles in Rosa. Ich hänge dir schon mal deine Schlüssel hin und mach dir alle Türen auf. Und ansonsten kannst du dich auch gerne umschauen. Hast hier auch ein Flatscreen. Und vor allem richtig schöne Aussicht. So nice. Dir auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Tschüss. Oha, noch zwei Gäste. 1, 4. Und ich weiß es gar nicht mehr. 2. Oben noch zwei, eins. 2. Bei 2 ist noch frei, ja. Ah ja, okay. Dann, oha, nur noch 2 Gäste. Epic. 2 Schlüssel hier insgesamt und dann ist unser komplettes Hotel ausgebucht. In jedem Zimmer ist mindestens ein Gast. Ich hole den nächsten Schlüssel. Ja. Und wir haben jetzt auch schon den vorletzten Gast. Hallo Barry, schön siehst du auch aus. Ganz viel Spaß hier in unserem Hotel. Bitte ins Zimmer. 2, 2. Oh, zweite Etage. Sehr nice. Stimmt. Barry, du kannst mir ganz kurz folgen. Du kommst in die zweite Etage. Ich hoffe, du weißt natürlich auch schon, was du hier alles vorfinden kannst. Barbereich, natürlich ein Spa-Bereich, das reimt sich, Trainingseinheiten. Ich mach dir mal alle Türen auf, dass du dir das wirklich alles gut anschauen kannst. Wir haben hier ein sehr, sehr großes Bad und ich hänge dir natürlich auch nochmal deinen Schlüssel hier hin. Ganz viel Spaß dir, wenn du Fragen hast, sag uns Bescheid. Ansonsten, es sind ganz viele neue Gäste. Wenn du irgendwie Freunde suchst, dann bist du, glaube ich, hier heute extrem richtig und der Ausblick ist so nice hier. Das so stimmt, schön. Man sieht einfach das komplette Meer. Und hallo, Nala. Epic, willst du den Schlüssel für Nala holen? Oh ja, natürlich. Sie kommt wahrscheinlich in Zimmer 1-4, kann ich mir denken. Bitte in Zimmer 1-4. Habe ich mir schon fast gedacht. Schönes Outfit hier auch. Die kann ich schon mal erzählen. Wir haben hier ein paar Sachen, wie zum Beispiel ein Restaurant. Natürlich ein Spa-Bereich, ein Bar-Bereich. Wir haben hier einen Strand. Du kannst richtig gut essen hier auch. Und Epic, sehr nice. Das bedeutet, wir kommen jetzt in Zimmer 1-4. Übrigens sind so viele neue Gäste mit eingezogen. Zimmer 1-3, Zimmer 1-4. Sehr nice. Oh, bisschen eng, aber man kommt hier gut durch. Und vor allem, du hast eine super süße zweite Etage. Ich mach dir auch mal wieder alle Türen auf, dass du dir alles anschauen kannst. Und vor allem auch mal wieder der Ausblick. Wenn du Fragen hast und Anregungen oder irgendwas Sonstiges, schreib uns gerne, beziehungsweise du kannst bestimmt auch einfach anrufen und so weiter. Ganz viel Spaß dir, Nala. Bye, bye. Tschüss, Nala. Oh, wie gut, Kascha. Moment mal. Jetzt ist jedes einzelne Zimmer unseres Hotels ja einfach ausgebucht. So nice. Aber Epic, das ist wirklich so cool. Guck mal, einfach kein Zimmerschlüssel ist mehr hier. Ja. Weißt du, wie viele Abenteuer wir in der nächsten Zeit haben? Ich hoffe echt, die bleiben lange. Weil erstens, das ist mega gut für unsere Reputation, dass überhaupt andere Leute wissen, dass man hier gut Urlaub machen kann. Und vor allem können wir auch testen, wie gut zum Beispiel unsere Trainingseinheiten ankommen, unser Spa-Bereich und so weiter und so fort. Also Leute, wenn ihr denkt, ey, das müsst ihr unbedingt mit den Gästen machen, dann schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Eine Wanderung. Wir können Trips, oh mein Gott, ganz viele haben geschrieben, Kanuverleih, alles Mögliche. Stimmt. Wenn ihr noch coole Sachen habt, die wir machen können, ein Pool muss auf jeden Fall her. Hundespaziergänge? Ja. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde aber Erlebnisse wirklich ganz cool eigentlich, wie du sie gesagt hast. Ja. Und beim nächsten Mal können wir die dann realisieren. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.